Moin Leute, heute zeige ich euch, wie ihr schnell Geld ranfarmt. Nicht wundern, warum ich jetzt noch in der Startlobby bin, ich möchte euch das erstmal erklären. So, zuerst, ihr könnt natürlich Privatserver dazu nutzen, aber da habe ich eine andere Möglichkeit für Privatserver. Am besten sucht ihr immer leere Server. Bei mir, ja, okay, bei mir ist jetzt halt voll, ne? Ihr müsst dann halt auf den Server gehen. Und dann müsst ihr halt, kommt drauf an. Na, ihr könnt da was bei der Bank machen. Na? Ihr könnt die ganze Zeit halt ausrauben. Na? Aber ihr guckt, ihr geht halt in die Bank. Ich bin jetzt natürlich nicht Crime. Ich war gerade schon Gefängnis, jetzt will ich nicht nochmal. Auf jeden Fall, schaut am besten immer, wenn ihr spawnt, direkt aufs Handy schauen. Es laggt gerade ein bisschen. Direkt aufs Handy schauen, ob Polizei ist. Wenn keine Polizei ist, einfach reinlaufen. Am besten keine Polizei haben, außer ihr, also am besten auch nicht bewaffnet sein. Einfach eine Bombe haben. Hier durchgehen. Schaut dann, Bank frei. Ja, Bombe placen, alles nehmen und leaven. Und dann das Ganze halt mehrmals, ne? Und ein, also mit Crimeboss macht ein Goldbarren 1250 Euro. Ohne Crimeboss 1000, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber mehr weiß ich gerade auch nicht. Was ihr aber auch noch machen könnt, ist, was für, ja, egal. Ihr könnt nichts mehr sonst machen. Die andere Taktik ist, dazu könnt ihr einen Private Server nehmen. Ich zeige euch jetzt eben. Wartet kurz, einen Moment. Oder was ihr noch machen könnt, ihr fahrt einfach auf Private Server oder öffentlichen zu irgendeiner Tankstelle. Na? Raubt die dann aus. Wartet, ich mache jetzt selber einmal. Ich brauche sowieso noch Geld, ne? Dann nehmt ihr das Geld. Ich empfehle euch dafür den Hofladen. Weil, warum? Erst, also auf den öffentlichen, auch privat. Erstens, der gibt am meisten Geld. Zweitens, er ist weit weg auf einem öffentlichen Server von der Polizei Station. Weil, schaut mal hier. Da ganz unten hier. Da ist die Polizei Station. Und da ist der Hofladen. Das sind locker so 5, 6, 20 Kilometer. Und da muss die Polizei schon richtig hinfahren. Und jetzt guckt, wenn ihr dann ausgeraubt habt, den Laden, also den Hofladen oder irgendeinen anderen, ne, dann macht ihr wieder so. Und dann joint ihr wieder dem gleichen, also das muss jetzt auf dem öffentlichen, da könnt ihr wieder irgendeinen leeren Server joinen. Am besten empfehle ich euch, das auch abends zu machen. Oder ihr könnt halt den Privatserver oder Private Server halt nehmen, ne, und das dann da weitermachen. Muss jetzt kurz laden. Einen Moment. Das lädt, oder? Ja, das lädt zu viel. So. Dann seid ihr wieder an der Tankstelle halt. Dann geht ihr wieder in die Tankstelle rein. Und wie ihr hier seht, ist wieder zu. Also da könnt ihr dann direkt schon wieder ausrauben. Mit der, also damit habe ich auch 1 Million gemacht. Also pro Stunde macht ihr ungefähr 100k. Also 100.000 Euro, keine Ahnung, wie ich es jetzt sagen soll. Auf jeden Fall 100k ist die Abkürzung für 100.000. So, wenn ihr das dann wieder gemacht habt und dann halt immer wieder machen, bis ihr dann dann wartet kurz, so. Dann könnt ihr hier oben auf die Sterne klicken oder aufs Handy und dann Crime, also ihr drückt da aufs Handy. Dann auf kriminell und dann gestohlenes Geld. 1,36k.
empfehle ich euch, wirklich den Hofladen, da geht's am schnellsten. Oder die Osso-Tankstelle, da braucht ihr noch ein bisschen länger. Manchmal braucht ihr auch ein bisschen länger für die 100k, also vielleicht so eine Stunde 10 und Minuten halt. Und dann war es das halt schon. Also dann macht ihr halt immer weiter, ja, habe ich jetzt mehrmals gesagt. Es gibt da noch eine dritte Möglichkeit, die sicherste Möglichkeit, aber das ist auch die am schlecht verdienteste Möglichkeit. Also damit macht ihr locker so 2 Stunden oder so, halt 100k oder so, weiß ich nicht, 50k vielleicht. Auf jeden Fall, ich suche jetzt eben einen Automaten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle keinen Automaten mehr gefunden. Ja, es buggt, egal. Tut mir leid, aber was ich damit meine, dass ihr den halt dann die ganze Zeit ausraubt, also dass ihr den Automaten ausraubt. Und das Ding ist halt, ihr behaltet die Energies und Kekse dann auch noch, wenn euch der Polizist verhaftet. Also das ist richtig safe. Und ihr müsst die dann halt verkaufen. Keks, der bringt 800, glaube ich. Und Energy 500 Dollar oder Euro, wie man es nennt. Na, ist wenig Geld, aber besser als nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.